Hallo und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Es wird nach langem mal wieder Zeit, dass wir in WoW Classic reingucken. In die Hardcore-Variante. Und damit jetzt hier bei der Kategorie, was wurde eigentlich aus? Weil ich habe hier noch nächstes Mal schon seit Ewigkeiten irgendwie rumgammelt. Es hat nichts damit zu tun, dass es ein Untoter ist. Ja, ich denke, wir schauen mal, was sich hier ergibt. Stufe 13. Und wie es scheint, war ich noch nicht im Brachland angekommen. Auf jeden Fall hier auch nicht mehr fehlen. Captain Vachon und die Scharlachroten Ordensmitglieder, die. Überleg grad, waren die beim Turm? Oder waren die schon hier hinten? Nee. Hier waren nur die Ordensmitglieder. Das heißt, sie waren noch beim Turm. Die waren noch nicht bei der Außenstation da. Dem Außenposten. Nee, eigentlich beides Außenposten, aber. Irgendwie muss ich die beiden jetzt unterscheiden. Oh. Heimtückisches Nachtweberspinnengift. Okay, das könnte lustig werden. What the fuck? Was ist hier mit meinem Inventar passiert? Bruder, ich muss hier dringend aufräumen. Dude, so kann ich nicht spielen. Wir werden uns auf jeden Fall mal den Ruhestein mitnehmen. Ich habe irgendwie. Irgendwie habe ich jetzt doch so die Erfahrung gemacht, es kann nicht schaden, einen mitzuhaben. Vertraut niemandem. So. Seelensplitter, 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 Seelensplitter. So. Öpener. Cast Immolate Rank 1. Ja, obwohl immer die Makro ist, es ist auf Englisch. Ich habe das Spiel wieder auf Deutsch gestellt. Wann habe ich das Spiel eigentlich auf Deutsch gestellt gehabt? Zwischenzeitlich Dinge, von denen ich im Nachhinein gar nichts mehr weiß. Ja, das heißt, ich muss das Ganze umändern. Ein kleiner brauner Beutel, finde ich gut. Ja, jetzt erfrischende Quellwasser. Ziehen wir mal auch damit hin. Erhöht die Windkraft, erhöht den Schutz des Zieles. Das ist actually eigentlich gar nicht mal so doof. Okay, die Waldpilze, die können wir verkaufen. Die brauche ich nun wirklich nicht. Malachit, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich für irgendwas ein Malachit brauche. Wahrscheinlich ja eher nicht. Oh, Alter. Dude. Braucht dringend größere Taschen. Was benötigt ihr? So, Waldpilz kann ich verkaufen. Ja, das war's ja noch schon wieder. Sucht nicht den Tod. Knuspriger Fledermausflügel. Hab ich mal gesehen. Ja, ich muss das Makro für den Opener noch umändern. Okay, wir können das Makro ausziehen einfach.
Ja, komm. Eigentlich habe ich keine Lust, das jetzt umzuschreiben, aber irgendwie. Immolate, das müsste Feuerbrand gewesen sein. So, testen wir das Ganze mal spaßeshalber. Ich glaube, der kommt mit der Zeile Pet Attack noch nicht ganz klar. Ich meine, theoretisch hätte doch mein Imp ein bisschen früher angreifen müssen. Er greift ja wirklich erst an, wenn ich angreife. Wobei, so verkehrt ist das jetzt auch nicht. Oh. Oh. Das ist zu weit entfernt. Guck mal, was passiert. Okay. Jetzt bin ich ja mit Absicht mal so ein bisschen weiter weggegangen. Er kommt mit der Zeile also doch klar, weil sonst wäre mein Imp jetzt nicht losgelaufen, um ihn anzugreifen. So. Das ist gut zu wissen. So, meine mit dem Mond freundet sich mal darüber. Wir haben hier die Berufe drin. So. Zu den Zaubern verpassen wir uns Kunst. Zum Ausruhen packen wir das. Angeln hat zwar jetzt nichts mit Schneiderei zu tun, aber sieht optisch schöner aus, wenn das so zusammenhängt. So. Next Step. Hier mal ein bisschen meine Skills durchgucken, weil Angfurcht, den Dieb, ich wollte gerade sagen, wir müssten einiges lernen können, ne? Überlegen, mein Klassenlehrer war, glaube ich, im Keller. Ja. Oder? Nee. Hä? Wo war der Hexenmeisterlehrer? Da oben? Der war oben! Wir haben auch den Dämonenausbilder. Oh, oh scheiße. Ich bin ganz auch noch Ohr. So, ganz wichtig, Gesundheitsstein herstellen, mit dem wir uns komplett wieder heilen. Fluch der Schwäche, Rang 2 nehmen wir mit. Den Feuerbrand nehmen wir mit. Den verbesserten Schattenblitz nehmen wir mit. Tschüss. Ach ja. So, kann ich jetzt ursprünglich Schießen hier raufgesetzt haben, was ja eigentlich Quatsch ist. So. Schattenblitz Rang 2 packen wir dahin. Ja, ich hätte auch das richtig gesehen. Dämon. So, Algemein. Nicht Algemein. Demogeologie. So den Gesundheitsstein herzustellen, ist ganz cool. Gibt es hier irgendeinen Slot, wo ich den hinhaben will, in die Gesundheitsstelle? Ich könnte das mal eigentlich hier mit hinzupacken. So. Dann the next step.
Lebenslinie. Wille der Verlassenen packen wir jetzt auf die 6. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, noch Rang 1 drin. Wir packen aber direkt Rang 2 rein. Nun, bei Bellix und Bellix Aschbringer. Stimmt, ich habe im Server Aschbringer habe ich glaube ich auch noch einen Hexmeister, der Bellix heißt. Der müsste aber ein Mensch gewesen sein. So, und hier packen wir. So, jetzt haben wir nämlich einmal Rang 2 und Rang 3 mit. So, der Unterschied ist natürlich der Schaden und der Mana-Verbrauch. Also ich denke, es macht durchaus Sinn, dass ich auf den kleineren. Ich hab genau noch mit in der Leiste das, habe. Was ihr braucht. Zauberfoliant des Feuerblitzes. Ja. Foliant der Phasenverschiebung. Seite 3 und Seite 4. Sieg für Sylvanas. Hat zum Glück überhaupt nichts gekostet! So, damit ist unser kleiner Imp aber, würde ich mal sagen, gebattlebufft. Gebattlebufft. So, bevor wir starten. Ach, wir haben das Rezept für gekochte Muscheln schon gelernt. Cool. Muschelfleisch. Kriege ich das Muschelfleisch zufällig von den Murlocs hier? Niedergewürze, Niedergewürze. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal hier die Fledermausflügel. Bevor ich hier irgendwas Produktives starte, muss ich sowieso noch gucken, dass ich irgendwie so ein bisschen Platz ins Inventar bekomme. Apropos Platz ins Inventar bekommen. Hehe. Wie weit war ich denn bei Erster Hilfe eigentlich? Ich sehe es kommen, ich habe aufgrund von Schneiderei noch gar nichts da gemacht. Sehr gut, Buddy. Mensch, ein bisschen düster hier. Schau mal, wie sieht es denn hier mit 80% Licht aus? 100%? Ja, damit kann ich leben. Erstmal 20 dürften wahrscheinlich reichen. Dead or right. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Oh ne, weißt du was? Kommen wir mal alle. Weil ich will sowieso gleich noch ein bisschen Platz schaffen und das impliziert, dass wir zur Bank laufen. Thank you.
Stimmt. Ich habe gerade so überlegt, was ich das letzte Mal eigentlich gemacht hatte. Wir waren, glaube ich, am Strand von UG gewesen und hatten Angeln gestellt gehabt. Daher habe ich auch hier das leichte Leder. Das Lustige ist, wir haben jetzt fast genug hergestellt, dass wir die besseren Verbände herstellen könnten. Lernen und dann herstellen könnten. Ich habe Dolche und Schwerter geskillt, aber Stäbe noch gar nicht. Ich glaube, ich keinen Stab habe, ne? Aber wenn mich nicht täuscht, müsste ich ja, solange wie ich ein Schwert habe. Ich habe ein schwächliches Schwert nur ausgerüstet. Müsste ich ja mit einer Schildhand auch spielen können. Ich glaube, jeder NPC könnte mir ein besseres Schwert verkaufen als das, was ich gerade angelegt habe. Andererseits, es hat schon irgendwo Style. Ein verstärktes Cape. Was habe ich an? Ja, verstärktes Ladencape. Mensch! Ein Leinenmann. Ja, ich merke schon, ich habe überwiegend die Sachen an, die man mit Schneiderei herstellen kann. Wenn ich mir das so angucke, müsste ich mich ja eigentlich bald wieder in meinen Schneiderlehrern melden. Ja, ich kann mich sogar noch so grob und ganz düster daran erinnern, was wir so gemacht haben. Also ich weiß, ich hatte unter anderem Schneiderei vorangetrieben, damit ich mir die Taschen herstellen kann. Daran kann ich mich noch erinnern. Und wir tauschen das mal kurz aus und dann tauschen wir den Beutel mit dem Beutel aus, weil es optisch schöner aussieht. Macht zwar überhaupt keinen Unterschied, aber okay. Ja, ist ja mondfest. Wir werden aber jetzt hier nichts mit dem Mondfest machen. Ich brauche mehr Kohle in dem Spiel. Also wenn der WoW-Charakter, wenn der Hexenmeister eins mit mir gemeinsam hat, dann dass wir beide broke sind. Was ist? So. So, den kleinen Beutel lagern wir ein. Na gut, ja, könnten wir auch verkaufen, aber wir lagern ihn ein. Wer weiß, wozu es gut ist. Wobei andererseits ist es... Ja, nee, ich lasse ihn mal da. Ich wollte gerade argumentieren, ist ja ein Hardcore-Server, ich kann ja sowieso nicht zu einem anderen Charakter schicken, aber im Zweifelsfall, falls der Hexenmeister stirbt, wenn ich den rübernehme, dann kann ich auch wieder mit anderen Charakteren handeln. Dementsprechend. Ja, komm. Im Moment brauche ich die geringe Magie-Essenz nicht, genauso wie den seltsamen Staub. Das Ding können wir verkaufen. Ja, die 20 Kleinverbände, die wir haben, die würden es jetzt auch erstmal tun. So. Das sind halt auch so andere Sachen, die wir dann noch behalten werden. Ich kriege hier leider momentan nicht wirklich viel Platz rein. Gut, ist halt so ein bisschen problematisch, dass ich halt eine Tasche voller Seelensplitter habe. Ich sollte jetzt nicht zwangsläufig noch mehr Seelensplitter sammeln, weil dafür habe ich im Moment einfach nicht den Taschenplatz. Eigentlich sollte ich nicht mit mehr wie 3 Seelensplittern rumlaufen in der Tasche.
Dann habe ich einen, um den leeren Wandler zu beschwören, einen, um einen Gesundheitsstein herzustellen und noch einen auf Reserve. Punkt. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das nach einem Plan. Habe ich die Armschienen verzaubert? Ja, mit Gesundheit. Die Brust habe ich auch verzaubert, ne? Ja. Und den geringen Magie-Zauberstab habe ich sogar ausgerüstet. Oh, nice Cock. Ein Kräuterkundiger? Nein. Verzauberungsbedarf. Also, Verzauberungsbedarf, okay. Kommt schnell zur Sache. Mana plus 5. Oh, das kostet 3 Silber. Oh nein, das kann ich im Moment nicht machen. Unsere Zeit wird kommen. Aber apropos machen, hier, das kann ich machen. Was jetzt, die Lebenden? Ja, es wird ein bisschen dauern, bis ich da irgendwas lernen kann. Die dunkle Fürstin schütze euch. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich bin von den Verlassenen. Will ich das Rezept mitnehmen? Oh, das ist auch noch ein verdammt gutes Rezept, was wir später lernen müssen. Das Mana um plus 5 erhöht wird. Damit die Mana-Menge oder die Mana-Regeneration jetzt gemeint? Denk dran. Ich lasse es noch. Ich lasse es noch. Ich würde ja gerne. Ist halt alles nicht so cool. So, Taschenverkäufer, Kirschenlehrer, Lederverarbeitung, Gift. Der Klingenhändler. Hoffentlich ist das wichtig. Liebeswerkzeug, Staub der Verschleierung, Staub des Verfalls. Das ist der Schurkenhändler. Sieg. Jetzt fällt mir erstmal nicht so auf, dass ich noch nie einen Schurken so weit gespielt habe, dass ich mal wirklich großartig was von denen gebraucht hätte. Oh, in die Hosen geschissen. Buchanbieter. Nein, danke. Zauberstäbe. Schneider. Der Stoffrüstmeister. Was benötigt ihr? Da wird genäht oben. Die dunkle Fürstin Hallo. Schütze euch. Seid auf der Hut. Raus mit der Sprache. Kann ich im Moment eh nicht lernen, weil ich nicht das Gold dafür habe. Unsere Zeit. Ich bin von den Verlassenen.
Denkt dran. Geduld. Dann habe ich zwar auch nicht wirklich viel mehr Gold zurück, aber naja. So, und ich sagte ja, ich brauche nicht mehr wie 3. Auch Tasche. So, das heißt, die schmeißen wir jetzt raus. Gut. Naja, eigentlich nicht, aber... Eigentlich ist sie gar nichts gut, aber naja, was soll's. It is what it is. Leinenstockballen. Oh, da brauche ich schon den Feindfaden für. Ein leichtes Leder und 3 Leinenstockballen. Ja gut, Leder haben wir ja mit der Bank eingelagert, besitzen wir ja noch. Ja. Für den Rest bräuchten wir erstmal wieder Leinenstock. Achso, jetzt haben wir ja den Schneider gesehen und nicht gelernt. Aber den könnt ihr sowieso nicht lernen. Ich glaube, das kostet 10 Silber. Mal davon abgesehen, dass mich gerade am Meter am meisten ankotzt, dass wir nur so ein schwächliches Schwert haben. Hätte ich wieder. Bis Rang 5. Ah. Was ist das? Hexenfuhrer? Ah, ein Stab. Wird man ihn gebunden. Trefferchance steuert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht dann 50 Schattenschaden. Cool. 2-Handschwert. Nice, der hat uns gebaut. So, dann auf ins Gefecht. Wir könnten natürlich auch hier erstmal die Familiengruft machen. Wobei, nee, komm, das mit den Scharlachroten hier, das dürfte sich wesentlich einfacher, ja, wie ich also ich sagen, einfacher gestalten, aber ich denke, das wird sich, dürfte sich einfacher gestalten. So, alles cool. Auf dem richtigen Weg, ja. Für eine Sekunde dachte ich erst, wir hätten Akku. Oder auf Horsen jagt. Hot Angel. Ein untoter Magier namens Hot Angel ist, ich weiß ja nicht. Das klingt nach Material für ein. Ich bin außer Reichweite. Der Kollege ist nicht mal mehr in unserem Levelbereich gewesen.
Naja, meinen machen wir unsere 16 DPS. Ich glaube, ich sollte froh sein, dass ich überhaupt ansatzweise Schaden mache. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ein Ordensmitglied. Wenn das hier die Ordensmitglieder sind, was sind denn die, ja, die anderen für, Mitglieder? Unordentliche? Ein Holzfällerball. Zweihändig. Ja, okay, das Ding muss man zweihändig tragen. Das ist vielleicht so eine einhändige Axt. Was laberst du mich hier mit irgendwelchen dämonischen Zeug voll? Frechheit wieder. Das hier ist eine einhändige Axt. Ah, Kriegsball. Sieht die aus wie so eine Wurfaxt, so eine billige. Die Akku-Range ist halt auch so ein tolles System. Weißt du, im Grunde genommen sehen die ja, wie ich den hier verprügle und die stehen da einfach nur rum. Was willst du denn? Ist zu weit entfernt. Das Schöne ist, ich kann zielen, meine Dots aufsetzen und sie dann vieren und sie erleiden, während sie weglaufen, Schaden. Finde ich super. Jetzt war ja keiner dran, ne? So, machen wir das mal genau mit dem hier. Kann ich nicht wirken? Jetzt aber schnell. Das lief jetzt nicht so gut. Jetzt sieht das schon wieder anders aus. Zauber ist noch nicht bereit. Das hält immer noch auf.
So. Und den Kollegen, okay, das war jetzt wieder ein bisschen knapper, als es hätte sein müssen. Aber noch ist alles gut. Ich glaube, wir pfeifen uns mal auf ein bisschen Buffut jetzt an der Stelle rein. Auch wenn das so gesehen Verschwendung ist, weil wir jetzt erstmal eh wieder nur... Ah, oh Gott. Weil wir jetzt eh erstmal wieder nur, Laufwege vor uns haben werden, also dementsprechend. Hätte ich mir das an der Stelle auch sparen können. Naja. Meiste nix. Kann der was Besonderes droppen? Nur Sachen zum Entzaubern. Doch. Jetzt natürlich war raus, dass der noch überhaupt da ist, ne? Und wir haben wieder einen kleinen blauen Beutel gedroppt. Also irgendwie ironisch, dass man bedenkt, dass wir uns ja jetzt selber Flaschen herstellen können. Nein, die droppen gut Mist. Wie es aussieht, ist das Schämen nicht ab. Ich meine, wir könnten mal wieder einen von denen herstellen. Ja, schade. Sind noch irgendwelche Informationen? Du hast diesen... Ja... Toll. Was ich noch nie gesehen. Schön. Skalpiert Tomahawk. Das ist die einzige Waffe, die er droppen kann. Das ist eine scheiß Axt. Der wäre, wie gesagt, der wäre eigentlich sehr interessant gewesen. Was wir mal machen könnten. Wir könnten gucken, ob der, wenn der vielleicht doch hier drin ist. Aber ich glaube, der ist nur in Retail, so in der aktuellen Version da. Vielleicht Cutterman müsste der da, glaube ich, drin sein. Ja, davon abgesehen, dass Shame auch nochmal ein größeres Model bekommen hat. Das ist also an und für sich hat sich an dem Design von dem Rare Mob nichts geändert, aber es hat er dann nochmal ein größeres Model bekommen gehabt. Aber nö, ihr gebt nichts.
Doch, ein Wasserfass. Wow. Da will mir wohl jemand das Wasser reichen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich überlege gerade, ob es hier sonst noch irgendwo einen interessanten Rare-Mob gibt, aber ich glaube nicht. Resan. Ja, Resan hat noch die noch ein, zwei interessante Items, aber das war es auch. Aber das ist aber jetzt auch alles wieder nicht so weltbewegend ist. Striskulk. Müssen wir ja sowieso noch hin.